Jochen Schöps. Jochen, erzähl uns mal ganz kurz, was dich nach Frankfurt verschlagen hat. Wo hast du zuletzt gespielt und wie bist du jetzt nach Frankfurt gekommen? Ich habe ja letzte Saison dann schon nach Frankfurt gewechselt. Davor war ich in Katar. Dort so ein bisschen eine Auslandsepisode nochmal probiert und gewagt. Wir wollten mal ein bisschen was anderes erleben und Volleyball nutzen. Ein bisschen andere Kulturen und zu sehen. Ist dann sehr weit in den Süden gegangen, aber war auch sehr interessant. Nur leider war es dann halt dort dann Ende Januar dann vorbei, Schluss für mich. Und dann habe ich... Nee, da war Corona noch nicht. Die waren unzufrieden und haben dann gefeuert. Ja, ja. Und dann habe ich so ein bisschen eigentlich nur Spaß gehabt, den Tag genossen, bis dann Jörg Krick angerufen hat und gemeint hat, sie hätten ein bisschen Verletzungsprobleme, ob ich nicht in Frankfurt noch ein bisschen aushelfen könnte im Training. Und da mir Volleyball spielen schon Spaß macht und wenn ich irgendwo helfen kann und dabei selber Spaß habe, dann ist das eigentlich super. Und so haben wir das dann angefangen im Februar. Dann wurde es leider nach einem Monat dann durch Corona schon unterbrochen. Das heißt, so viel habe ich dort auch gar nicht kennenlernen können. Und dann war diese lange Corona-Pause und erst relativ spät im Sommer kam dann auch Frankfurt mit der Überlegung, ob es nicht für mich sinnvoll wäre, einfach nochmal ein bisschen mitzuspielen. Und ja, da war wieder das Feuer geweckt und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das nochmal, aber dann nehmen wir die ganze Familie mit und ziehen quasi nach Frankfurt, verlegen unseren Mittelpunkt dorthin, weil wir auch zukunftstechnisch dann, selbst nach dem Jahr oder was auch immer dann passiert, noch für uns, vor allem für meine Frau, ein bisschen mehr Potenzial sehen für Karrierechancen, für unterschiedliche Möglichkeiten. Und haben gedacht, dann setzen wir uns erstmal auf die Karte Frankfurt. Was war das heute für dich für ein Gefühl, gegen deine alten Weggefährten zu spielen, gegen Björn und so? Du hast ja auch lange in Friedrichshafen mit Björn und in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, hat Spaß gemacht eigentlich. Es war nicht unser bestes Spiel, das muss ich mal klar sagen. Hat aber auch Björn sehr stark gespielt. Ich denke, die ersten zwei Sätze müssen wir so ein bisschen vergessen, weil der eine Satz war richtig scheiße von uns und dann hat Düren sehr stabil runtergespielt. Im zweiten waren sie dann ein bisschen überrumpelt, so wie es halt meistens ist, dass wir dann doch ein bisschen was können. Hinterher ging es dann ganz gut, es war so ein Spiel hin und her auf Augenhöhe, bei dem wir aber dann immer noch ein bisschen zu instabil sind und vor allem, wenn wir dann Serien kassieren von 2-3 Punkten, dann spielt es sich für Düren ein bisschen entspannter und wir kommen dann nicht raus. Wir hatten insgesamt heute, denke ich, sehr schlechte Angriffszahlen. Woran wir auf jeden Fall arbeiten müssen, weil wenn man ein Sideout nicht hält mit dem eigenen Angriff, dann ist überall schwierig. Aber ja, es ist immer gut zu wissen, woran wir arbeiten müssen. Denn war das heute ausschlaggebend? Ja, ich denke schon. Ich denke, unsere Angriffsleistung war schon mit ausschlaggebend, weil wenn du halt immer wieder Block abgewehrt wirst und dann den Punkt nicht machst, dann versuchst du wieder was Neues zu machen, irgendwas zu ändern, das klappt dann vielleicht mit jedem Fehler und dann kommen diese Serien, diese 2-3 Punkte, die dann weg sind oder dann 5 Punkte und dann rennst du nur noch hinterher und dann wird's nicht besser und ich denke, das hat Dion insgesamt besser gemacht und ihnen auch so eine Sicherheit gegeben. Ich denke nicht, dass so viel über den Angriff nach der Abwehr oder so da entschieden wurde. Ich denke, aus der Annahme, die Sachen haben wir nicht so gut gemacht. Wirst du noch eine Saison dranhängen? Das weiß ich noch nicht. Jetzt ist wirklich Saison nach Saison gucken, auch was der Körper macht, was das Niveau macht, weil irgendwann, wenn es halt dann noch weiter abfällt, dann macht's auch nicht mehr so viel Sinn. Und ich bin froh, dass es jetzt hier so noch reicht, vor allem fürs Training halt auch, weil mir das noch richtig Spaß macht. Und wenn ich dann Chancen kriege auf dem Feld, probiere ich es. Mal hü, mal hot, gucken wir mal. Im Moment geht es noch, wie gesagt, mal Spaß. Und gucken wir mal, wie die Saison überhaupt weitergeht oder wie sie zu Ende geht, wann sie zu Ende geht und dann muss man wieder neu evaluieren. Das weiß man ja heutzutage alles, Corona, ob es dann noch weitergeht. Ja, eben. Ich denke, wir sind bisher noch gut durchgekommen in der Männerliga mit den möglichen Spielverlegungen oder positive Fälle. Da gab es in anderen Ligen oder bei den Frauen. Habt ihr schon einen positiven Fall gehabt? In der Vorbereitung gab es mal für Haching, glaube ich, einmal diese Quarantäne, aber nur, weil sie den Kontakt hatten. Also war ja kein positiver Fall, sondern sie waren mit Kontakt. Ich glaube, ganz am Anfang der Vorbereitung hatte Berlin mal einen, aber im Endeffekt, wie gesagt, hatten wir keinen und sind bisher gut durchgekommen. Ich hoffe, es geht auch weiter so und ich hoffe, es bleiben alle gesund. Muss halt sehen, wenn dann irgendwo was reinkommt, dann gibt es vielleicht Verlegungen und dann
muss man sehen, wie das geregelt werden kann. Euch noch alles gut. Dankeschön.